heute zeige ich euch mal mein IRL Setup. Das heißt, alles, was ich benötige, um von unterwegs einen Stream zu starten. Okay, dann fangen wir einfach mal an, und zwar nach dem Intro geht's weiter. So, also, das hier ist mein Rucksack von Camcade. Genau. Also, der hat sehr viele Reißverschlüsse und hat hier auch ein Display, wo man zum Beispiel, ich sag jetzt mal von OBSpot, da haben die ja dieses neue Gerät, das kann man hier hintersetzen, um direkt die Kameras umzustellen, wenn man mehr Kameras angeschlossen hat. Was hier an dem Rucksack besonders gut ist, sind die Fächer. Die haben halt überall Löcher, so dass ich von hier unten nach hier ganz oben komme, und zwar durch die Tasche. Da sind überall kleine Löcher, wo ich mit den ganzen Kabelgedöns durchkomme. Okay, wir öffnen einfach mal den unteren Reißverschluss. Und zwar habe ich hier drin einen Akku. Dann für den Fall, dass ich ein Interview machen möchte. Und zwar ein Mikro von Rode. Hier kommt der Adapter drauf. Da kommen wir gleich noch zu. Dann habe ich hier momentan drei Kabel für die Spannungsversorgung. Und zwar ist das einmal die Bela-Box, einmal mein Router und einmal meine GoPro 12. Genau, das sind die drei Kabel, die hier unten durchlaufen zu den einzelnen Teilen. Jo, das ist in dem oberen Fach drin. Also ich habe zwei Akkus. Einen benutze ich nur für die Kamera und einen nur für die Technik. Also für die reine Technik. Das machen wir jetzt mal ab. So, das ist in dem unteren Reißverschluss. Dann gehen wir in das Hauptfach. So, in dem Hauptfach habe ich ein billiges Android-Handy. Ja, keine Ahnung, 100 Euro Samsung. Um zum Beispiel den Router anzumachen, zu steuern, die Bela-Box zu starten. Das mache ich aber alles eigentlich über den Streamer.bot. Also ich gebe die Befehle eigentlich bei Twitch ein, die nur ein Admin machen kann. Und der startet dann bei mir zu Hause mein OBS und fängt dann die Signale auf. Komme ich gleich noch zu. So, dann habe ich hier meinen Router. TP-Link, 60 Euro glaube ich. Die ganzen Hardware-Sachen, die verlinke ich euch unten noch in dem Text. Genau. So, dann verlinke ich euch gleich noch unten im Text. Das hier ist eine Spannungsversorgung. Und zwar das Gute daran ist, dieser braucht, was braucht der? 9 Volt und 0,85 Ampere. Das heißt, das kriege ich alles über das Netzteil, über den externen Akku, kriege ich das
mit Strom versorgt. Okay. Als nächstes habe ich hier die Bela-Box fertig eingerichtet. Ja, zu der Bela-Box mache ich nochmal ein separates Video, weil das doch ein bisschen umfangreich ist. Das heißt, hier habe ich an Signalen, hier habe ich an Signale praktisch einmal das USB-Kabel und zweimal zwei USB, einmal HDMI für die Kamera und einmal Netzwerk für den Router und einmal eine Spannungssteuerung, damit die auch läuft. So, dann haben wir noch jede Menge Kabelkram hier drin. Was ganz gut ist, wie ihr seht, sind überall diese Netze. Das heißt, die bekommt auch genug Lüftung, also die wird genug gekühlt, weil sonst laufen die schnell warm. Das hier ist ein USB-Hub. Und zwar ist das einmal dieses 12 Volt Netzteil, 9 Volt, 12 Volt, der nimmt die Spannungsversorgung von hier aus praktisch von meinem Akku, von dem Akku-Pack nimmt er die Spannung. Das ist ein USB-Dongle. Weil die Bela-Box, die geht ja hin und kann mehrere Signale bündeln. Das heißt, wenn dir zum Beispiel etwas zu schlecht ist vom Empfang her, dann schaltet er um. Hier ist auch eine, na, was ist denn? Wie ihr seht, ist hier auch eine SIM-Karte drin. Das heißt, von hier aus habe ich eine T-Online-Karte. Das hier ist eine O2-Karte, die ist hier drin. Und dann haben wir ja hier noch einen Reißverschluss. Und hier ist nochmal ein USB-Dongle, und zwar, ich meine, die wären von Huawei. Ja, auf jeden Fall verlinke ich euch die. So, das ist der zweite USB und hier ist eine O2-Karte drin. Ich habe eine O2, Vodafone und Telekom. Das sind eigentlich so die drei Hauptdinger. Die Telekom-Karte ist eine ganz normale Prepaid-Karte mit zum Aufladen. Die beiden Karten O2 und Vodafone sind 100 Mbit Karten, 100 Mbit haben die. Ich kann also 100 Megabyte, ich kann also 100 Gigabit downloaden und bei der 120. Also kostet beides für ein Jahr 99 Euro. Genau. Einmal 100 und einmal 120 Gigabyte. So, dann habe ich von Rode die Wireless Go. Ja, einmal den heftig mir dann irgendwo dran oder mach den zum Beispiel an dem Mikro, was ich eben hatte. Davon habe ich ja zwei Stück. So, eins habe ich und das hier ohne Puschel, das mache ich dann an dem Mikro, wenn ich ein Interview machen sollte. Okay. Das und das. Dann läuft ein Kabel. Das zeige ich euch mal. Das Kabel läuft hier aus dem Rucksack raus, kommt hier aus dem Rucksack raus, läuft hier lang. Das heißt, ich habe da extra so einen Schutzschlauch drum. Und dieser Schutzschlauch ist so lang, dass ich die Kamera hier auch direkt lösen kann.
Jetzt habe ich die Kamera von meinem Gurt gelöst und kann diese sofort an einer Verlängerung anschließen, zum Beispiel. Ja. So, das heißt, ich löse den hier und mache den dann auf den anderen Sitz fest. Und hier ist der Empfänger von Rode. Der geht dann praktisch in die Kamera für das Signal vom Mikro. Das hier ist der HDMI-Ausgang. Und das hier ist Power. Und das ist der Stecker. Jo, und das war's schon. Ja, mehr braucht man eigentlich nicht, um ihr L-Stream zu machen. Jetzt mache ich das erstmal wieder an meinem Gurt hier. Das Gute ist halt wirklich hier mit diesem Schnellverschluss. Was heißt Schnellverschluss? Ich mache den, Klammer den halt hier dran. So. Ja, und das war's eigentlich. Und wie ihr seht, das Kabel läuft zum Beispiel hier unten. Da unten seht ihr das Loch. Ja, das kommt praktisch aus dem hinteren Fach. Dann laufen die anderen Kabel. Laufen da oben durch das Loch. Ja, laufen hier oben durch das Loch. Und zwar ins obere Fach. Also zumindest eins. Die anderen drei laufen praktisch hier hinten rum und dann hier so, die laufen praktisch da raus. Ein Kabel läuft jetzt hier oben in das Fach rein, damit ich das hier verbunden bekomme. Und die anderen zwei, die anderen drei Kabel, die da reingehen, die laufen jetzt hier lang. Ja, das ist dann halt einmal Audio und einmal das Videosignal mit Ton und einmal die Spannungsversorgung. Hier unter der Schlaufe läuft das. Und hier am Ende habe ich halt den Schutzschlauch. Und der Schutzschlauch ist halt so lang, dass ich halt mit einer Verlängerung das hier wegmachen kann und mich selber filmen kann, als Beispiel. Jo, das war das Video zum Thema IL-Stream. Ich mache noch ein separates Video, und zwar für die Sticks und ganz besonders für die Bellabox. Genau. Wenn ihr noch Infos benötigt, also das hier ist auch was ganz günstiges. Ach so, was noch fehlt, ist der Hinweis, das hier ist auch 4G ausgelegt, nicht 5G. Ja? Bei 5G müsstet ihr einen anderen Router auch haben. Genau. Also die Sticks, die können 5G, aber mein Router nicht. Ich sehe aber auch irgendwo nicht ein, da 500-600 Euro für einen Router auszugeben, nur wegen 5G. Zumal 5G noch nicht überall Standard ist. Jo. Fehlt da irgendwas? Nö, das war's. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und sonst würde ich mich auch gerne über ein Abo freuen. Und lasst ein Like da. Danke. Bis zum nächsten Video.